Let's play some games, weil Zocken geil ist. Salim, bist du bereit? Hast du rausgesucht? Ja. Ah ja, klar. War so klar. Ja. Wieder so ein Gordo One Button. Okay, dann nehme ich Paul. Das One Button. Hast du ein One Button Mesher? Ja. Ja. Muss drücken. Ach, also, und du nimmst gleich deinen Superman. Nö, zufällig. Ja. Here we go. Round one. Also Lin hat ja gesagt, sie sei richtig, richtig gut in Tekken. Ich muss natürlich auch jetzt erstmal. Erstmal. Das ist, glaube ich, linker Faustschlag, rechter Faustschlag, linker Tritt, rechter Tritt. Ja, und wenn du am Gegner dran bist, kannst du die beide Tasten drücken. Wie sie halt auf mich einprügelt, während ich hier noch gerade was erkläre. Ja, ich wollte es gerade ausprobieren. Ja, du hast noch gar keine Punkte verloren. Ja, und wenn du Kreis und drei gleichzeitig drückst, wenn du am Gegner dran bist, guck mal, bleib mal weg. Siehst du, macht er das hier, dann greifst du. Zum, drück mal beide gleichzeitig. Nee, gleichzeitig. Ja, das muss man mit dem Daumen machen. Das. Ja, hab ich ja. Ja. Bist du bereit? Ja. Bereit? Ja. Oh, ich bin so billig. Lass mir ja gar keine Chance. Letztes Mal hat Aline gegen mich gespielt mit Handicap 150%. 150% und dem Gordo-Charakter. Und ich habe gewonnen. Zwei, drei Spiele. Jetzt nimmt sie den die ganze Zeit. Ich weiß es. Hä, der ist schon drin. Ich kann es damit machen. Ach so, echt? Ja. Oh, jetzt hast du 99% gemacht. Oh. Ja. Deswegen bin ich so. Ja, dann mache ich auch 99%. Das war kein Mensch. Ja. Oh, und du nimmst den Fall. Ja, die hat sehr überzeugende Talente. Ach, der hat gar keine Triebe drauf. Der hat. Nur so ausweichen, guck mal. So, weg, wegducken. Ups. Oh, du hast dich befreit, Hammer. Aha. Ja. So wie ein Catfight zwischen Frau im Disco Samstagabends. Ah, es geht noch knapp, aber. Also, wenn du die Knöpfe hier drückst, kannst du zurückhauen, gell? Aha. Ja, halt, du bist schon Dating, ich kann wieder zurückstellen. Doch. Ja, jetzt geht's natürlich, ne? Jetzt hast du schon. Kannst du ja nicht mal hochstellen, also dann wird es vielleicht ein bisschen fair. Ja. Also ist jetzt zum Beispiel ein Charakter, den kenne ich jetzt halt auch nicht. Oder? Ja.
Was machst du da mit dem Paddel? Der schnellste und Kalibor. Ja. Wenn ich jetzt eine Kamera hätte, die jetzt direkt auf den Schalt von der Aline zeigen würde, Buttonmasher pur. Ja. Was ist das? Buttonmasher, das ist das, was du gerade machst. Das ist nur so. Gewinne ich. Ja, wie machst du das? Ich mach Face Roll. Also hier zum Beispiel. Ja, ich liebe es sogar noch. Ich liebe ihn in Führung. Ja. Ich könnte sogar eine Aline abholen. Ja, und hier, ich bin. Aber der kann irgendwie, der macht das so lahm. Du musst mal zurückhauen in Kombination. Tack, 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 tack. Jo, be like water. Ach. Man muss natürlich jetzt auch, du kannst jetzt hier auch raussuchen, du gehst jetzt mal hoch mit deiner, mit deinem Handicap, ne? Und ich suche mal jetzt, Lore raus. Was? Achso, du hast dir ja auch was gesucht. Okay. Das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Der ist sehr trickorientiert. Ah. Ja. Also viel mit X und viel mit Kreis. Da wenn du dreimal X oder dreimal Kreis drückst, macht das so Kicks hintereinander. Macht sogar die Original Bruce Lee Sounds. Oh ja, ja, da war auch was. Ich kämpfe immer viel zu. Ja, oh nee. Ach nee. Ja, du kannst abbrechen. Ja. Jetzt muss ich mich anstrengen, weil sie hat 55%. Ah, da war gerade. Ja, da und ah. Nochmal gut und ah. Und nochmal. Ah. Ey, das ist ja unfair. Ich weiß. Du kennst den schon. Ich habe jetzt gerade zufällig rausgefunden, wie er geht. Ja. Das ist Kreisdrücke und schräg nach vorn. In deine Blickrichtung. In die Blickrichtung so. Guck. Was sagt er? So. So, da war er. Ja, und. Meinst du, den darf man nichts zeigen? Ich glaube, man sollte nachher Soul Calibur machen, weil das ist so entspricht deinem Spielstil. Sollen wir eine Soul Calibur machen? Machen wir noch einmal. Noch eine, natürlich eine Runde. Jetzt gibt es ihm ja auch ein bisschen Chance, weil jetzt macht sie 149% Handicap anstatt 100. Ja.
Und ich mach mal wieder Steve, wo haben wir uns? Ja. Hätte ja auch noch ein Pimpel. Ach. Komm, eins brauchst du. Ja. Schöpfer. Ja, und sehr dreckiger Kämpfer, würde ich sagen. Ja. Halt, 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 das war das 1%, was mir jetzt gefehlt hat. Ja. Ist es jetzt tausendmal, dass es jetzt tausendmal den Backflip macht? Ja. Ich muss mich ja erstmal in die sichere Zone in die bringen. Ey, es ist so. Es ist genau das. Ah! Oh, guck! Wie schnell das denn nur dann geht. Irgendwas stimmt mit meinem Joypad nicht so. Trasch dir hier irgendwie. Es glänzt. Eine Pause. Pause. Ja. Jetzt sage ich mal so, jetzt machen wir mal noch eine Runde Soul Calibur noch dazu und dann schauen wir mal, wie das weiter aussieht, oder? Ja. Aber nicht noch eine. Noch eine Runde. Ich nehme andere. Heben wir uns Soul Calibur für das nächste Mal auf, ja. Gut. Was, Yoshimitsu? Okay, dann nehme ich Paul. Sicher. Aline hat immer noch 150% Handicap und ich 100. Du machst es so und da. Ja, mit der Handfläche geht's schlecht. Ja, Yoshimitsu ist schon nicht so ein. Der hat sich jetzt selber um. Ah, ja, ja, das geht ja auch. Man kann sich dazu reinrammen und dann kann man einen Special Move draus machen. Das musst du machen, während der Gegner an dir dran ist, und dann machst du das. Ach so. Okay. Also machen wir die letzte Runde jetzt hier. Ja, machen wir zwei. Ja, welchen möchtest du? Ich würde sagen, jeder geht mal auf so ein Fragezeichen. Ach so. Das ist dann Zufall. Ja. Und dann ruf. Du musst drücken. Also. Come on. Sucker.
ist aber gerade ein Mist um den Jungstag. Oh. Oh, oh. Ui, die Finger war schnell. Hast du 51% Handicap? Ja. Oh, nee. Schauen wir uns jetzt nochmal ein Replay an. So viel zu unserer Couch Gaming Deluxe Folge The Noob and the Dude. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und dann haben es nochmal überlebt. Anni, hast du auch ein bisschen Spaß gehabt, ja? Ja, doch. Okay. Und wenn ihr mehr von Aline sehen wollt, wie sie gegen mich in irgendwelchen Spielen antritt, dann schreibt es doch in den Kommentaren drunter. Mit welchen Spielen sollen wir denn gegeneinander antreten? Konsolentechnisch sind wir ja wirklich gut eingedeckt. Wir haben Xbox, GameCube, also wir haben eigentlich jedes System und können auch theoretisch alles zocken. Gebt uns einfach Bescheid und ich gucke dann Alina dann hier entsprechend auf die Couch und spiele dann mit ihr. Also nicht mit Aline, sondern mit dem Spiel hier. Genau. Also und wir verabschieden uns, ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.